Can it be your faith in Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia Definitive Edition mit mir, I, zu dem Motherfucking Z. Endlich wieder lächeln zu sehen. Ich find's schön, dass es keine 500 Jahre gedauert hat, diese Facecam einzurichten, nur um zu raffen, dass ich geistige Schäden davon trage. In der letzten Folge, ich bin gerade am überlegen, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, genau, den Auftragsmord in der Kirche veranstaltet. Unfassbar nice. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Alles dreht sich immer um Alk. Scheiß Alkoholiker. Können wir irgendeine Karre nehmen? Kann ich die einfach nehmen? Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Der Wagen gehört dir, wenn du willst, Tommy. Natürlich, Ralf. Wir überspringen die Fahrten, aber natürlich, ihr kennt's ja. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich läuft. Es hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, ich habe 1,5 Stunden versucht, das zum Laufen zu kriegen, weil man muss die Elgato Facecam als Facecam streamen, nicht als Virtual Cam über den Kamera hab, weil sonst... Los, Tom! Leckt des Todes. Hey, hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Scheiße und Selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Das ist der gute alte Trick. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Versager. Schwächling. Schwächling. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Irgendwie eine total eigenartige Konversation. Verdammt. Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Der wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Ja, mega Taktik. Lass mich einfach alleine gehen. Danke, Freunde, für nix. Das sieht schon geil aus, das muss man sagen. Also wir haben jetzt hier die ganz normale Shotgun. So kennen wir sie ja auch schon. Ihr
Jemand hat heute hier gewartet. Stark. Das ist richtig nice. One Quarter Out of New York. Ich habe ja gesagt, ihr könnt euch das immer wieder durchlesen. Deswegen mache ich es hier dann einfach wieder weg. Krass. Boah, die Beleuchtung mit der... Also das mochte ich ja auch bei GTA damals nicht. Vermisster Farmer tot aufgehunden, bla 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 bla, wurde von Leichen. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich es mir selber durchgelesen. Bullshit. Oh. Wer erschießt denn einen Hund? Verwahrlost hier. Da vorne steht doch. Ist das Sam? Boah, ist das gruselig irgendwie. Ich bin sehr schnell sehr schreckhaft. Deswegen habe ich auch überlegt, ob wir nächstes Jahr an Halloween mal irgendwas Lustiges machen. Wir haben hier drüben noch ein Gebäude. Ah, das ist aber nicht betretbar und da kommt man noch nicht dran vorbei. Wo zur Hölle versteckst du dich? Hey, Kumpel! Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Ab in den Hinterhalt, oder was? Okay, der hat's ja direkt mal frontal gefressen. Was haben wir noch? Die Pistole haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, was für eine Trefferquote, aber dann mache ich den Scheiß. Noch mehr? Ey. Was haben wir hier? Kopfsfarm, 9 Uhr. Okay, also die wissen auf jeden Fall schon, dass sie da waren. Der arme Kerl hat noch länger gelebt. Oh fuck. Munition? Oh, die Pistole. Na, ja, nee, die war aber scheiße. Dann nehme ich nicht mehr die gute alte Schrotflinte mit. Okay. Dann gehen wir nicht in die Richtung. Hier auch nicht lang, hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ah. Da! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Oh Gott. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Ich stehe auf Morellos Gehaltsliste. Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Was juckt's denn heute den ganzen Tag in meine Fresse? Das ist Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Wenn man es so will, dann halt auf die harte Tour. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Kann ja nur da hinten denn sein, sonst. Dagegen sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten. Ja, die bauen auf jeden Fall schon echt Atmosphäre auf, wa? Was haben wir hier? Auf jeden Fall mächtig viel Blut. Alle in den Hinterkopf geschossen. Waren bestimmt aufgereiht. Arme Kerle. Boah, was für ein Massaker. Hier haben wir Personenbeschreibungen, Flaschenabfüller, okay. Also auf jeden Fall wussten sie es. Das wurde ja auch gerade schon gesagt, das war ja auch klar.
Jetzt haben wir noch das Gebäude hier. Okay. Direkt 150 Routen. Der ist tot. Okay, ich dachte gerade, der lebt noch. Von wo kam er denn jetzt runtergesprungen? Mein lieber Herr Gesangsverein. Anweisung für die Grenzwache, ne? Das heißt, ja, hier steht's auch nochmal. Die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Diese Pisser. Hier kommen wir wieder zurück in den Hauptraum. Okay. Gut, dann können wir ja hier wieder raus. Und dann haben wir noch das Gebäude hier. Hey, da oben in der Scheune ist was, Tom. Wer ist das, der hier auf dem Boden liegt? Okay, er hat es eh nicht geschafft. Dann haben wir hier noch was. Farmverkaufsplakat. Ja, das könnt ihr euch wie gesagt wie immer durchlesen. Wir nehmen die Muni hier jetzt erst nochmal mit. Und jetzt heißt es Abfahrt. Scheiße. Kommt schon, Leute! Weiter! Wie schmeiß ich denn den Molotow? Ah. Alter, richtiges High-Quality-Aim. Wo waren denn noch mehr? Ja, scheiße, die treffe ich aber von hier nicht. Okay, man kann anscheinend nicht durchs Holz schießen. Doch, kann man. Scheiße. Manchmal muss man einfach mal durchrennen und mache. Einfach mache. Ihr bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein. Nein, ich denke nicht. Okay, 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 okay. Halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey. Du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Scheiße! Hey. Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar. Klar haben wir das. Die Story, finde ich, zieht immer so schnell an im Tempo. Eigentlich ist das ganz geil. Am Anfang so dieses Taxifahren, jetzt mittlerweile Mordaufträge, Kirche, dann so ein Scheiß hier. So, können wir mal gucken, ob die noch ein bisschen näher kommen. What? Oh fuck, okay, das war jetzt nicht so geil. Ja, halt noch mehr aus. Okay, ist aber nicht so schlimm, weil wir haben hier Muni und Leben. Alles klar. What? Ja, nice. Da hat es sich ja richtig gelohnt, sich jetzt hier nochmal ein Medkit reinzupfeifen. Nein, keine... ich wollte gerade noch sagen, keine Sorge. Ja, toll. Danke. Vielen Dank. Sehr nett. Das lief wirklich mehr als nur optimal. Scheiße. Obwohl das Geballer in dem Game eigentlich so viel Spaß macht. Facecam ist immer noch ungewohnt. Ich gucke viel zu wenig nach da oben, aber ich muss auch da reingucken. Da, hallo.
Wo ist der? Da. Oh, jetzt beeilen. Ja, alles gut, klappt. Okay, hier oben ist auf jeden Fall eine beschissene Posi. Boah, machen die ein Damage. Ja, dann komm, Junge. Das dürfte es doch erstmal gewesen sein. Hilf mir, Tom! Ich bin verletzt! Ja. Hör mal auf, so rumzuheulen. Wo ist der verdammte Truck? Scheiße, da sind Bullen! Sollten wir jetzt lieber einmal wechseln? Gut, die haben sich schon mal erledigt. Und die hier können wir... Nee, können wir nicht. Ja, wo sind die? Nummer 1. Oh oh. Alles gut. Guten Morgen. Das dürfte es eigentlich schon wieder gewesen sein. Ja, okay. Ich dachte gerade schon, jetzt geht's noch mehr ab. Oh Gott. Tony und Donnie auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's Sam? Naja, halbwegs stabil. Ich hole ihn. Wasser. Komm, Rumpel, es geht nach Hause. Ich brauch den Arzt, Polly. Halt durch. Okay, wir finden dich wieder zusammen, okay? Oh nein! An die Mission erinnere ich mich noch. Die ist so krass schwer. Die ist sowas von schwer. Ich bin hier, Seth. Und Thompson sind da hinten irgendwo. Ja, die ist richtig hart. Die ist richtig hart. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung. Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Safe, Alter. Das ist ein Mörderding. Wo zur Hölle kommt der Truck her? Ey, das ist so krass, wie viel Schaden die machen. So, jetzt. Haben wir sie abgehängt? Glaub nicht! Was soll ich denn gegen das Ding machen? Oh, lol. Gute Nacht, Arschloch! Die hätten wir. Was soll ich mit dem Ding eigentlich machen? Gibt's da irgendwie einen Lifehack? Doch, man muss nur lang genug draufhalten. Jetzt, okay. Okay, nee, es geht einfach direkt weiter.
Hä? Ich hab doch den Fahrer jetzt gerade rausgeschossen. Jetzt. Irgendwie hält er die Thompson ganz eigenartig. Also aus dem Winkel würde er nie im Leben was treffen. Nie. Ja, wie soll ich denn da machen? Sie sind dicht hinter uns! Ich kann die nicht abschießen. Mögt ihr das hier? Jetzt kommen bestimmt von links wieder welche, oder? Oder? Nee, von da. Es geht noch weiter. Lange halten wir nicht mehr durch! Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Möglichkeit, oder? Nee, doch, die kommen rausgerannt, okay. Wir können den Wagen hier auch nicht verlassen. Pauli, wir müssen hier weg! Ah, da hängt noch einer, okay. War's das? Nee. Das Ding wird gleich! Olli, da ist... Okay. Aber wir können weiterfahren. Was für ein Bullshit. Es ist einfach ein Geschützturm da oben drauf, ja. Okay. Ja, super, danke. Da konnte ich ja richtig viel machen. Gerade. Vielen Dank. Bullshit. Linke Geschützlarve, das Feuer kurz stoppt. Jetzt, Tommy, sie laden nach. Boah, macht der einen Schaden. Okay, aber hat geklappt. Ziel auf die gepanzerte Frontscheibe! Ich hab die Idee! Ja. Mann, das eine Stück, da krieg ich ja wohl noch weg. Wollte ich grad sagen. Scheiße. Scheiße. Jetzt. Noch einer. Wirf nochmal. Jetzt. Was für ein Bullshit. Wenn man den in echt so treffen würde, ey. Hier schon drei. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben einen Verletzten. Gut, bring ihn ein. Okay, danke. Okay. Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja. Okay.
Hey, du hast dich gut geschlagen. Ja, auch alles gemacht. Danke. Müsste jetzt der Übergabeort sein wahrscheinlich. Oder war das eben gerade schon der Übergabeort? Ne, das war die Brennerei, genau. Okay, interessant. Es gibt gerade gar keine... Was ist denn jetzt los? Warum fährt denn das Auto so scheiße? Okay, wir überspringen ja eh. Was irgendwie ziemlich lang dauert. Ah, jetzt. Was geht jetzt ab? Ach so. Wir müssen ja noch zu Sarah. Wir haben ja noch eine Verabredung. Upp. Na, Mäuschen. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Arbeit. Schön nochmal die weiße Blume Bluse. Verunreinigen. Okay. Heirate mich. Okay. Da waren einfach andere Zeiten damals. Kapitel abgeschlossen. Ein Ausflug aufs Land. Wir gucken nochmal, wie die nächste Folge losgehen wird. Als kleiner Cliffhanger. Omerta, 1933. Das müsste wieder das Café sein, ne? Nee, doch nicht. Sorry. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt.
Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gar nicht erwartet. Mit einem sauberen Wagen auf dich. Wow, das hätte ich gar nicht erwartet. Aber dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Mega spannend. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.